Ja, ihr Lieben, das Ei ist jetzt fertig. Ich puste die Kerze einmal aus. Und dann habe ich ja gesagt gestern, dass ich heute damit weiter basteln werde. Und ich brauche dafür das Ei natürlich, dann meine Heißklebepistole. Und dann habe ich mir ein bisschen Material aus dem Wald und aus dem Garten mitgenommen. Und zwar dieses hier, das sind Blätter von unserem, ach, sagt doch schnell, Bambus, den wir draußen im Garten haben. Ihr könnt aber auch irgendwelche anderen Laubblätter nehmen. Nur ich fand die sehen halt noch so ein bisschen urtechnisch aus. Dann habe ich mir hier so einen Holzstamm, den habe ich mir einfach aus dem Wald mitgenommen. Und den werde ich auf jeden Fall benutzen. Und hier habe ich noch ein bisschen Stroh. Da weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich es benutzen werde, aber auf jeden Fall habe ich es schon mal da. Und dann habe ich hier noch ein paar Reste von den Splittern. Die hatte ich mir auch angemalt. Und zwar außen von dieser Seite hier halt schwarz, so wie das Ei auch ist. Und von innen dann eben auch dieses Glitzer. Und da werde ich auch noch ein paar Teile von verteilen. Und das Ei hat sich jetzt hier auch schon ganz gut hingelegt. Ja, die Kerze habe ich schon rausgenommen. Jetzt lege ich mir das Ei erstmal kurz zur Seite. Leg mir das hier gerade mal so ein bisschen alles hin, oder nee, ich lasse das Ei, glaube ich, drauf. Ja, ist, glaube ich, besser, wenn ich das Ei drauf lasse. Und leg mir hier einfach die Sachen mal so ein bisschen zurecht. Ich glaube, das Stroh lasse ich auch komplett weg und klebe einfach nur ein paar von den Dingern hier an. Vielleicht biege ich die auch noch so ein bisschen und klebe die hier so an den Rand fest. Aber als erstes werde ich mir das Ei auf jeden Fall festkleben. Und dann später eben noch ein paar von diesen Schalen oben drauf. Und jetzt lege ich mir das hier nochmal hin und gucke, wo es hier von alleine gut liegen bleibt. Und dann drehe ich es nur ein bisschen an die Seite und mache mir hier ordentlich von diesem Heißkleber drauf. So. Ja, und dann drücke ich mir mein Ei noch mal ein bisschen fest. Wunderbar. Ja, und wie gesagt, jetzt werde ich einfach hier so ein paar von den Teilen hier irgendwie wahllos draufkleben. Bei Heißkleber natürlich immer aufpassen, ist halt heiß, ne? Und ja, kann man sich halt schnell mal die Finger verbrennen. Deswegen immer vorsichtig mit Heißkleber. Und solche Blätter hier, die sind ja auch nicht gerade dick, also da hat man dann auch nicht so viel Schutz. Und die werde ich jetzt einfach irgendwie, wie gesagt, so wahllos ein bisschen hinlegen, dass das Ganze am Ende dann vielleicht so ein bisschen so eine Nestatmosphäre hat. Also, dass es ein bisschen aussieht, als wenn da so ein Dino sein Nest gebaut hätte. So in etwa stelle ich mir das vor. So, der erste Schritt mit den Blättern aufkleben habe ich jetzt erledigt und ich denke mir, ich werde jetzt hier doch so ein bisschen von dem Stroh mir auch immer noch so dazwischen packen und da lasse ich den Heißkleber einfach mal ein bisschen ja, fluffiger so drüber laufen und ich werde auch gar nicht so viel von dem Stroh nehmen, hier so ein paar Dinger und
an allen Enden mal so ein bisschen dran und dann ist gut. Ich denke, das sollte reichen. So, der heiße Kleber an den Fingern. Und bei dem Stroh gucke ich jetzt auch hier, dass ich so ein bisschen dünneres Stroh nehme. So. Was schon so ein bisschen in sich eigentlich verknotet ist. Und wenn es nicht verknotet ist, dann verknote ich es. So. Ja, ich denke, das reicht auf jeden Fall mit Blättern und Stroh. Und jetzt will ich, wie gesagt, hier noch so ein paar Eireste hin tun. Und hier sehe ich zum Beispiel das hier, das gehörte mal hierhin. Ja, und jetzt ist halt die Frage, es hätte natürlich gut hierhin fallen können, hätte aber auch da, da es da größer ist, lege ich es mir dahin. Und auch hier mache ich einfach eine Ladung Heißkleber drauf und dann klebe ich mir das hier einfach nochmal fest. Und jetzt nehme ich mir hier so ein paar kleinere Stücke und die klebe ich mir hier vorne so ein bisschen hin. So, vielleicht eins hier so. Hier so ein bisschen um den Rand. Ups. Ja. Ist runtergerutscht. Ja, hier kann auch noch ein größeres hin. Wobei hier ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, dass es da hingefallen ist. Deswegen denke ich mal eher hier so hin. Und ich glaube dann noch ein kleines und dann reicht es auch schon. Nochmal so an das Laub gedrückt. Ja. Ich glaube, das reicht mir schon an Eierschalen, wobei hier könnte vielleicht auch noch mal hin, weil es hier so ein bisschen kahl aussieht, aber da kann man vielleicht irgendeine andere Deko noch hinmachen, weil dadurch, dass das Ei hier so hochgezogen ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Schale nur nach da gefallen ist. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Den Stroh am besten raus aus dem Ei, nicht, dass die Kerze das hier noch in Flammen setzt. Und dann machen wir die Kerze noch mal an und schwuppi. Ja, und das ist dann schon meine fertige Deko. Das war ein ziemlich kurzes Video heute. Aber ja, vielleicht habe ich euch einfach eine Anregung gegeben. Ihr müsst ja nicht das gleiche nachbauen, aber vielleicht habt ihr eine andere Idee, was ihr mit eurem Ei machen wollt. Was vielleicht jetzt auch noch eine coole Idee ist, von Schleich gibt es diese Figuren und dann einfach so einen kleinen Drachen holen und den hier draufkleben. Ich glaube, das werde ich machen. Das sieht, glaube ich, richtig cool aus und dann weiß man eben auch, dass es ein Drachenei ist. Und dann ist der kleine Drache eben daneben oder vielleicht auch zwei oder drei und dann kann man die hier vielleicht noch so ein bisschen hin positionieren. Das werde ich, glaube ich, noch machen, dass man auch wirklich weiß, jawohl, es ist ein Drachenei. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat diese Idee ein bisschen gefallen und sag tschüss, bis morgen.